Hallo, ich bin Ilka. Und ich bin die Ela. Und passend zu unserem neuen Buch möchten wir euch zeigen, wie man Jersey noch einfacher verarbeiten kann. Weil wir haben jetzt schon viel genäht und kennen vielleicht so den einen oder anderen Kniff. Und die möchten wir euch verraten und dann gehen wir am besten an die Nähmaschine, würde ich sagen. Bis gleich. Wir starten einmal hier mit der ganz normalen Haushaltsnähmaschine und gehen dann zu der Overlock und dann zu der Coverlock. Die Haushaltsnähmaschine hat immer einen elastischen Stich. Ich sage jetzt mal hier, bei mir ist es der Standard-Zickzack-Stich. Am besten hier immer die Gebrauchsanweisung einmal durchlesen von der Maschine und gucken, was der Hersteller empfiehlt. Der Zickzackstich sollte nicht zu breit und auch nicht zu eng sein. Also zu breit heißt, wenn der Zickzackstich jetzt zu eng und zu schmal gestellt ist, dann ist er nicht mehr elastisch. Also das heißt, ich gehe immer hier auf die Standardeinstellung und damit bleibt nämlich die Naht. Wunderbar elastisch. Und ich nehme diesen Stich auch, um Kanten zu versäubern. Also man sieht hier, die Naht geht mit. Das ist wunderbar. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und hast du eine größere Schere? Dann gib mir die. Doch, habe ich wohl. Dankeschön. Schön. So, und dann zeige ich euch einmal, wie man die Kanten versäubert mit dem Stich. Das ist nämlich im Endeffekt das Allergleiche. Und zwar soll die Nadel hier ganz knappkantig in den Stoff einstechen. So, und damit könnt ihr wunderbar jede Naht versäubern, falls es erforderlich ist. Jersey zum Beispiel franzt nicht aus, das heißt, da wäre es nicht notwendig, aber wir haben ja bei der Basic-Hose zum Beispiel einen Strickstoff verwendet und der rippelt dann an der Seite auf. Könnt ihr hier an dem Stoff testen. Und da macht es natürlich dann Sinn, die Nähte oder die Stoffkanten doppellagig dann eben auch mit zu versäubern. Ich wurde immer mal wieder gefragt, die Nadel frisst den Stoff. Was ist da passiert? Das gehen wir jetzt mal einfach einen geraden Stich ein. Und zwar ziehe ich mir dann auch hier oben. Ich lasse hier ein bisschen, also ich brauche hier Faden vom Oberfaden. Und wenn ich jetzt die zwei Stofflagen aufeinander nähen möchte, hier ist meine Stoffkante, dann setze ich die Nadel relativ knappkantig da hinten in den Stoff ein, dass die in den Stoff rein trifft, senke mein Füßchen und dann kann ich mit dem Stück mit dem Garn hier den Stoff nach hinten ziehen und vermeide dann sozusagen, dass sich der Stoff hinten in die Stichplatte hier einfrisst, wie man das so schön sagt, beim Stofffressen. Also da hinten sieht man das Loch und wenn der Stoff mit der Nadel nach unten gedrückt wird, also die Stoffkante, dann gibt es da mal so einen richtigen Wulst und dann muss man das blöd rausschneiden, ist natürlich nicht so sinnig. So, jetzt sieht man das hier nochmal in der Kamera ganz gut. Ich habe hier so 2-3 mm vorher angefangen. Da ich ja auch immer 1 cm Nahtzugabe habe, stört das nicht. Wenn ich das, könnte sonst auch noch ein Stückchen weiter vorne anfangen und dann einen Rückwärtsstich einstellen und dann nach hinten nähen. Aber ich vermeide auch immer, dass es eigentlich über den Stoff hinausgeht. Und dann kann ich wieder exakt bis nach vorne abnähen. Damit hätte ich den Anfang auch hier sozusagen gleich mit verriegelt. Also ich finde es mit dem Faden nach hinten ziehen ganz sinnig oder eben nicht direkt an der Kante ansetzen, sondern 2 mm nach vorne und dass der Stoff sozusagen schon direkt reingeht. Kommt auch ein bisschen auf den Stoff drauf an. Viskose-Jersey zum Beispiel, der dünner ist und feiner, der frisst sich da schon mal eher ein. Also das sind meine Erfahrungswerte. Aber da braucht ihr auch keine Angst haben. Es gibt auch so Tipps, irgendwie Papier drunter legen, Stickvlies und so weiter. Kann man machen, um ehrlich zu sein. Ich finde jetzt nicht, dass es wahnsinnig notwendig ist. Also ich glaube, wenn man oder
wenn du 2-3 mm vorher die Nadel in den Stoff einstichst, Füßchen senkst nach vorne und dann 2 Schritte und dann 2 Stiche nach hinten nähst, hast du denselben Effekt. Was ich zu der Jersey-Nadel noch sagen, also zu der Nadel noch sagen möchte, für Jersey gibt es spezielle Nadeln in verschiedenen Stärken und ich verwende auch gern die dünneren, deswegen sieht man hier, die sind schon raus, die dickeren sind noch drin, also die 90er und 100er, ja, verwende ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gerne. Ich finde immer 80-90 ist eine tolle, oder eher noch die 80 ist eine schöne Nadelstärke. Und zwar die Jersey-Nadel hat eine speziell abgerundete Spitze und dadurch wird das Gewebe nicht verletzt. Also wenn ihr viel Jersey näht, dann tut sich auch eine Jersey-Nadel bewähren. So, jetzt wechsle ich die auch gleich mal, die Jersey-Nadel, weil ich nämlich jetzt nochmal die Zwillingsnadel zeigen möchte. Die Zwillingsnadel ist im Endeffekt wird die wie eine ganz normale Nadel eingesetzt, nur dass die eben 2 Nadeln unten hat und ich oben in der Maschine auch 2 Garnrollen einfädel, also 2 Garne einfädel. So, ich habe die jetzt bei meiner Maschine durch dieselben Löcher gezogen. Wenn es bei deiner Maschine anders sein sollte, dann bitte auch mal die Gebrauchsanweisung dazu durchlesen. Und dann fädel ich eben ein Garn in die linke Nadel und ein Garn in die rechte Nadel. So, das habe ich schon durch. Ja, Garn ist natürlich auch immer so eine Sache. Wir, Ela und ich, mögen ja auch Markengarne. Ich bin kein Fan von diesen günstigen, dicken Garnen, weil die sehr schnell aufribbeln. Ja, weil es einfach ein hoher Baumwollanteil ist bei den Garnen und das flusselt dann wirklich so auf. Also da, wo ich auch einen Polyestergarn nehme. Ja, da nicht zu Tode sparen, hilft, um schönere Nähte zu bekommen. So, jetzt habe ich die 2 eingefädelt. Gut, was muss ich jetzt sonst noch beachten? Eigentlich nichts, einen geraden Stich einstellen. Und dann lege ich mein Jersey unten drunter und nähe das mal ab. Ich muss dann immer noch meine Fadenspannung vielleicht mal testen, je nachdem wie die Naht hier aussieht, meine Fadenspannung und mein Nähfußdruck. Das ist dann eben aber auch wieder sehr unterschiedlich. So, die Jersey-Nadeln gibt es auch in verschiedenen Breiten. Das ist jetzt die schmale Breite. Es gibt sie auch noch eine Stufe weiter auseinanderstehend, also breiter. Ja, schaut super aus. Die Naht ist elastisch. Von vorne eben 2 gleichmäßige Nähte. Von hinten hat es diesen typischen Zickzackstich. Und damit kann ich natürlich ganz toll Hosennähte absteppen und wie schon gesagt, A, spare ich mir Zeit und B, so sauber kriege ich es einfach nicht hin. Also da ist immer mal, wenn ich es manuell mache, eine kleine Welle drin, so exakt. Also ich schaff's nicht. Ela, du? Nein, auch nicht. Und Ela ist schon wirklich die Handwerksfrau hier. So. Macht Spaß, ist nicht teuer, so eine Jersey-Nadel. Und ist wirklich ein ganz tolles Tool, um Hosen aufzupeppen, also Hosenröcke, alles kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und das ist jetzt eigentlich auch schon mein Teil, was ich an der Haushaltsmaschine zeigen möchte. Jetzt stellen wir gleich die Overlock auf und dann noch die Coverlock und zeigen euch da noch das ein oder andere. Wir haben dann jetzt mal von der Haushaltsmaschine auf die Overlock umgebaut. Wichtig ist auch bei allen, also auch bei der Haushaltsnähmaschine, vorher immer an einem Probestück mal einmal ausprobieren, wie die Fadenspannung ist, wie die der Nähfußdruck ist, ob das alles so passt und ob man eventuell bei einem sehr dicken Stoff was ändern muss zum Beispiel. Also immer vorher einmal testen, ist immer ganz gut. Hier wollte ich euch jetzt eigentlich nur zeigen, dass man damit direkt nähen und versäubern kann, was natürlich bei Pullis, Hosennähten halt sehr schön ist. Aufpassen muss man in dem Falle, weil hier ein Messer dabei ist. Das heißt, wenn ich mal nicht aufpasse, ist halt auch mal ein Stück weg. Also das ist immer das Positive, das Negative an einer Overlock, da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen. Aber schön ist auch wirklich halt, dass sie schön an der Kante entlang versäubert, direkt und genäht wird. Also eigentlich dann beide Teile nur rechts auf rechts auseinanderlegen, einmal dran entlang. Ich bekomme auch immer wieder Fragen,
Wir haben ja die Nahtzugabe von 1 cm, die Overlock, der Stich ist jetzt 6 mm breit. Dann muss ich natürlich noch ein bisschen was abnehmen, dass ich am Ende auf meine 1 cm Nahtzugabe komme. Kann man dann auch immer ganz gut in dem Falle mit der Overlock machen, dass ich halt immer ein bisschen absäbel sozusagen, dass ich auch wieder auf 1 cm Nahtzugabe komme. Und wie man es dann halt hier sieht, ist eine schön saubere Angelegenheit. Und auch wenn man es jetzt dann auseinanderlegt, habe ich halt eben auch schön einen dehnbaren Stich. Sauber und schnell. Also wir lieben die Overlock und geben sie nicht mehr her. Aber man kann natürlich auch ohne klarkommen mit der, wie man vorhin gesagt hat, mit der normalen Haushaltsnähmaschine. Aber wer ambitioniert ist und jetzt steht ja vielleicht bald Weihnachten vor der Tür oder Geburtstag, dann ist das... kann man sich das auch auf jeden Fall mal schenken lassen. Oder ein Teil davon. Genau. Also auf jeden Fall eine tolle Hilfe. Es geht teilweise schneller, um einfach was zusammenzunähen und es halt, sieht halt optisch einfach auch schön aus. Gerade wenn man auch Baumwollstoffe einfach versäubern möchte, ist so eine Overlock halt echt schon schön. Dann würden wir jetzt als nächstes die Coverlock umbauen. Das ist im Prinzip eine Overlock, die also auch diese Sachen kann, aber halt eben auch eine Zweifaden überwendlich Naht machen kann. Zeigen wir euch dann gleich an der Overlock. Muss aber umgebaut werden. Genau. Okay, dann machen wir das mal. Ja. Ich habe mir jetzt meine Coverlock hier aufgebaut. Es ist im Prinzip auch eine Overlock. Also die kann die gleichen Stiche machen wie gerade bei der von Ilka. Ich habe meine jetzt aber umgebaut. Das heißt, ich habe das Messer rausgebaut. Das kann man hier mal zeigen. Das kann ich wirklich einfach relativ einfach rein und wieder rausdrehen. Ich habe den Tisch umgebaut und halt einige Einstellungen an der Maschine geändert. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder einen normalen Tisch wie bei einer anderen Haushaltsmaschine eigentlich auch. Habe hier ein bisschen umgestellt, habe dann nämlich jetzt den Effekt, dass ich halt auf dem Stoff nähen kann, was ich mit einer normalen Overlock ja nicht kann. Und kann dann jetzt halt einen Zweifaden-Obersicht machen und unten habe ich gleich eine Kettenstichnaht. Kann ich mal einmal zeigen. Das heißt, ich kann dann hier schöne Ziernähte machen. Auch da kann ich jetzt die Nadel noch verstellen, ob ich einen breiteren Abstand haben möchte oder einen schmaleren Abstand. Das heißt, ich habe von oben dann eigentlich die Aufsicht wie vorhin bei der Zwillingsnadel und von unten habe ich dann aber halt eben die Kettenstichnaht. Wenn ich diese dann, wie zum Beispiel bei unserer einen Hose, als Ziernaht haben möchte, muss ich das Ganze natürlich dann halt einmal umdrehen als Stoff. Also ich habe die Tasche wirklich dann halt von der Seite genäht, damit man halt die Außenseite nachher optisch sichtbar hat. Aber ansonsten ist es dann eigentlich wirklich eine schöne Alternative, dass ich dann Ziernähte gleich mit zwei Nähten, ich kann auch drei Nadeln reinmachen, dass ich dann in der Mitte noch einen habe. Aber das ist wirklich für ambitionierte Näherinnen. Genau. Und man muss Spaß haben, Maschinen umzubauen, Maschinen einzufädeln. Ja, da ist die Eda wirklich unser Maschinenbeauftragter im Team und ich würde mal sagen, so für den normalen Anfänger ist näher, ist erstmal die Overlock natürlich zu empfehlen und dann die Coverlock, das ist wirklich dann für die schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber auf ist jeden eine tolle Fall. Sache. Ist eine tolle Sache, also deswegen habe ich gesagt, wenn Overlock, dann auch als Coverlock, aber das kann man dann ja selber entscheiden. Ja, dann hoffe ich, dass ihr euch einiges oder wir und euch einiges über Jersey Nähen zeigen konnten, ein paar Kniffs und Tricks und dann wünschen wir viel Spaß beim Nachnähen.